Es ist Wahnsinn, wie weit der Weg einfach geht. Da kann man sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, so ein Enderportal zu finden. Das ist einfach gleich null. Eigentlich, ja? Wenn man überlegt, wie selten die Dinger sind. Normalerweise findet man die auch nur mit diesen Augen. Und die haben sie einfach so random gefunden. Das ist schon lucky. Und vom Höllenportal aus, also bevor ich das Höllenportal baue, in die Hölle gehe, warte ich, bis die neue Hölle existiert. So, genau, hier bauen wir jetzt aber mal die Minecart-Schiene mal lang. Dann würde ich sagen, wir... Und dann hier in diese Richtung mal weiter, ja? Ja, jetzt nur blöd, dass ich keine Ahnung habe, wo... es naja weitergeht. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen einfach mal hier weiter. So, hier gehen wir dann hoch. Hier wird dann weiter gebaut. Dann bauen wir dann hier so eine richtig sicke Bahn lang. Oh, hier ist noch ein bisschen Seed. Können wir nachher noch essen. Ein bisschen Brot. Oh, super Fische, wo seid ihr? Oh, wir haben sind hier ein historisches Portal. Oh, haben wir schneller gefunden, als ich dachte jetzt. Kann ich da direkt eine Kurve machen?
Machen wir das so. Dann würde ich sagen, bauen wir dann hier quasi eine Art, ja, Bahnhof ran. Dass man dann irgendwie theoretisch einen Button drücken kann, wo es einfach weitergeht und wenn nicht, dann halt nicht. Genau, machen wir dann hier. Hallo? Na, aber Silberfisch müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Junge Dame! Oh, ich sollte vielleicht meine Rüstung mal reparieren. Weil die geht bald kaputt. Spawn, hab mir jetzt egal. Aber ist das eigentlich cool, wer? Wenn man mit der Minecart-Bahn um das Portal einmal rumfährt. So, fahren wir dann hier so hin. So. Und dann geht man hier jetzt auch mal schon hoch. So. So, dann kann man hier den Raum theoretisch noch ein bisschen cool einrichten. Na, und hier haben wir dann quasi das Endportal. Bisschen von diesen Gestein sammeln. Ah, jetzt doch hier ein bisschen mehr Bauaktion als Strip Mining gewesen. Oder wird es jetzt? Aber ist ja kein Weltuntergang.
hier können wir dann quasi so ein Gitter machen, dass dann hier einfach nichts an Monster-Sachen kommt. Wieso fahre ich einfach nicht hier weit oben lang? Dann kann man da so einen geraden Gang bauen, ne? Weil ich ein Idiot bin. Wartet mal, Leute. So, dann haben wir hier quasi dann so eine Ruine. Mal da durchfahren, aber ist vielleicht auch was Stylisches hier so, ne? Oh lol. Gewittert ein wenig. Hört sich übel an. Zweierlinien. Dann kann man hier auch noch so ein Gitter hier planen. Das reicht nämlich hier so schön. So. Dann haben wir auch kein Problem mit so Monstern oder so.